Krampus? Nein, ich bin Pumpernickel. Du suchst nach meinem Vater. Möchtest du auch mal ins Horn blasen? Du hast dran gesabbert, also nein. Wenn ich auf den Knopf drücke, ist die Glotze kaputt. Okay. Ich höre nichts mehr. Und wenn ich noch mal drauf drücke, ist der Ton wieder da. Stimmt, das ist die Stummtaste. Mach die Tür zu. Ich zahle doch nicht dafür, dass draußen geheizt wird. Hey, Claude, wieso bist du vor mir da? Bist du wirklich am Fuß des Berges gelandet? Bist du echt so blöd? Oh ja, ja sicher, ich bin am Fuß des Berges gelandet und dann bin ich hochgeklettert, nur um herzukommen. Und dann habe ich mir fast die Eier abgequetscht, weil der Klettergurt so eng war. War es so, wie du gesagt hast, oder ist das ironisch gemeint? Ja, wie ich schon sagte, Krampus wird in Amerika ein Star, bald schon. Ja. Nein, nein, Krampus ist in Rente. Mein letzter Eintrag im Schwarzen Buch ist schon 20 Jahre alt. Ich wollte, dass Pumpernickel in meine Fußstapfen tritt. Aber der interessiert sich ja nur fürs Hörnerschnitzen. Damit warne ich doch die Dörfler vor Lawinen. Du löst die Lawinen aus, Pumpernickel. Warum hört man wohl erst den Klang des Horns und dann geht der Schnee ab? Erklär mir bitte den Sinn dieser Warnungen. Die Kinder heutzutage, für jeden Furz kriegen die eine Trophäe. Als sie die Prügelstrafe abgeschafft haben, da ging's mit der ganzen Welt den Bach runter. Und Satan ist derselben Meinung. Satan braucht mich, um den Kindern auf die Finger zu klopfen. Denen, die noch übrig sind. Also, was meinst du? Interessiert bei der Sache mitzumachen? Hol meine Tauchpfanne, mach schon. Campus ist wieder da. Ach, wie nett. Toll. Der Tanz ist nicht mein Style, aber den Anlass dafür mag ich sehr. Nikolaus hat noch eine zweite Werkstatt. Die andere ist überlaufen. Für 24,99 bekommen Sie ein Paket inklusive Foto. Wir wollen nur den Nikolaus sehen, stimmt's? Okay, geh rein zu Nikolaus. Das fängt ja gut an. Hey, Ethan, lächle mal für Mami. Sie nehmen mich einfach so an, stellen sich hin und machen dann Fotos mit Ihrem Handy? Da sind wir. Hallo, Ethan Raystra. Woher kennen Sie meinen Nachnamen? Oh, ich weiß alles über dich, kleiner Ethan. Komm her, setz dich auf meinen knochigen, milbenverseuchten Schoß. Ich weiß, dass du in der Dusche pinkelst. Und ich weiß, dass du das iPad deiner Schwester kaputt gemacht hast. Und du hast gesagt, es sei runtergefallen. Schließ die Türe! Schließ die Türe! Mami!